Moin, liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zum FIFA 22 Karrieremodus mit Dynamo Dresden. Wir sind auf Platz 1, so wie ich das sehe, und wir wollen unseren Tabellenplatz verteidigen gegen Karlsruhe. Da brauchen wir die Karlsruhe weg und einen Sieg, natürlich. Und wir sehen, Stark ist ein bisschen angeschlagen. Es ist schon wieder ein bisschen länger her, dass ich aufgenommen habe. Deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, was so Sache ist, aber wir gehen direkt ins Stadion rein. Wir sind in unserem Stadion. Das heißt, unsere Fans im Rücken machen uns stärker, auch wenn ich das Gefühl habe, dass wir zu Hause irgendwie mal ein bisschen schlechter spielen. Kann aber auch nur ein Gefühl sein, ich weiß es nicht. Das sind definitiv nicht die Spielkommentatoren, denn euer Spielkommentator ist ZGF, Zockefront, Zocki oder wie auch immer ihr ihn nennen wollt. Könnt ihr mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ein passender Spitzname wäre. So. Uff. Also, ich habe ja so meine Impfung bekommen und ich glaube, ich habe währenddessen irgendwas verschleppt in meinem Leben. Oh. Irgendwas verschleppt noch gleichzeitig. Verschleppt ist vielleicht das falsche Wort. Ich habe bestimmt was mitgeschleppt zur Impfung an Krankheit. Ich tippe auf Nasennebenhöhlen, einfach weil ich so Druck in der Nase habe. Dem geht's mir nicht mehr so, geht's nicht so gut, ne? Also es ist schon bemerkenswert. Vielleicht bin ich auch so ein bisschen empfindlich unterwegs, weiß das schon. Aber das tut heute nichts zur Sache, denn gegen Karlsruhe geht's um Punkte und Konzentration. Und diese Konzentration müssen wir an den Tag legen. Gerade Mörschel, Königsdörfer, wir kennen unsere Jungs vorne wie hinten, innen und auswendig. Und wir wissen, dass sie versuchen, gute Leistungen abzuliefern. Diawosi, oh, den wollte ich eigentlich. Gut, den wechsle ich in der Halbzeit ein. Passt schon. So, Wanicek, Jensen. Ja, ich habe das Gefühl, die spielen mit Dreierreihen hier, du. Geht. 3, 2, 1, 4. Nein, irgendwie so. Gute Aufstellung. Batmats, Batman ist auch auf der Bank. Freeman ist auch auf der Bank. Schleusener schleust sich bestimmt auch noch ein. Und wir haben Anstoß. Da ferner. Zack. Super. Stark. Erstmal rüber. Akoto. Die Wall hier, Alter. Akoto, die Wall. So, was haben wir? Schröter. Nee, das bringt nichts. Akoto ist nicht gut zu steuern gerade. Der hat irgendwie Probleme. Stark. Sehr schön gemacht. Akoto, schön, da ist der Ball, der kommt fast perfekt durch, aber irgendwie ist der Torwart doch dran, ich weiß es nicht, was da passiert ist, kann mir keiner verraten. Oh, das war cool irgendwie fast. Erster Versuch, leider gescheitert. Beto, schönes Passspiel, aber irgendwie steht er da viel zu frei. Was zum Geier? Leute, ein bisschen aufpassen. Blanke. Aber Broll. Gut. So, Akoto, was machen wir da? Nu, da hinten. Oh, da ganz. Oh, was? Er wäre eh nicht angekommen. Ich brauche so eine Spielchen gar nicht versuchen, ey. Mal ohne Witz. Königsdörfer stand völlig frei, aber so eine lange Bälle sind einfach nicht drin. Sauber, mit Übersicht, stark, da ist Elas. Ich weiß nicht, was hier passiert, aber die spielen irgendwie ganz schön auf, ja, Manndeckung nicht, aber auf, keine Ahnung, irgendwie Raumdeckung oder sowas. Hier, die Karlsruhe haben die Ruhe weg. Dabei brauchen wir doch die Ruhe. Ich weiß, deren Ruhe liegt schon im Namen, aber macht nichts. Sollte trotzdem unsere Aufgabe sein. Zack, zack, zurück. Zerab. Schön, Schröter. Schön, schön. Aber das war nicht schön ausgespielt, leider. Das ist eine gute Idee gewesen, aber Schröter, schön, da ist Kade. Schießt vom Weiten, aber das war sehr, sehr ungefährlich. Schade, schade. Kade, Kade. Währenddessen ist mein Essen im Ofen. Ich bin echt ein Paradebeispiel an gesunder Ernährung. Es ist
Tortellini Auflauf oder so oder Tortellinis in Käse-Sahne-Soße oder sowas, aber halt fertig. Ein Fertiggericht. Ich weiß nicht, als Single ist man echt ein bisschen zu faul, ordentliches Essen zu machen. Davon mal abgesehen, muss ich eh bald einkaufen. Wollt noch nebenbei aufnehmen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Könnt ihr mir ja gerne schreiben, ob ihr das auch so empfindet. Und Karlsruhe macht das irgendwie überragend hier. Das gefällt mir gar nicht, was hier gerade passiert. Komm schon. Ey, nee! Was zum Teufel, Mann? Denn kämpft er da einfach nicht? Weißt du, ja, legt sich den Ball dahin, ich weiß, aber der hätte doch ein bisschen da kämpfen können. Nein, der Gegner viel spritziger, das, so liegt man dann auch zurecht hinten und das ist scheiße. Leute, da müsst ihr euch ein bisschen anstrengen auch. Ja, ich weiß, Karlsruhe gibt sich hier Mühe. Boah, das war sehr stark von Karlsruhe. Es ist aber halt irgendwie nicht richtig, finde ich. Ey, bitte, nehmt euch doch hier. Ja, sehr schön, Mai. So, wir hätten auch schon führen können, aber die spielen uns hier mit Druck an die Wand, das ist nicht schön. Und wenn ihr euch auch nicht zusammenreißt, was stellungsspielmäßig hier angeht, dann hast du halt auch keine Chance. Ich kann nun mal auch nicht alle Leute gleichzeitig steuern. Oh mein Gott, gefährlich. Oh, stark. Schön rüber, da ist Königsdörfer. Ja, was willst du machen? Da kannst du das Tempo nur verschleppen, weil wenn ich einen Schritt gesprintet wäre, guckt euch das an, habe ich halt auch keine Chance. So sind, kommen dann verzweifelte Pässe dabei raus, weil wir einfach keinen Schritt uns bewegen können. Ah! Krass, Karlsruhe, krass. Die machen das sehr, sehr gut. Wir machen es noch sehr, sehr gefährlich, Leute, Mann. Was macht ihr denn da? Ey, come on, wo spielst du denn hin? Krass, ich habe keine Chance. Aber der hat doch irgendwo hingespielt, zu Elas oder was weiß ich. Da sollte der Ball nicht mal ansatzweise hin. Ah, scheißlich, heiße. Guckt euch das an, Alter, was für Bayern München, Alter. So, jetzt kommt Konter. So ein Müllpass, ehrlich. Die Dreiecktaste brauche ich auch nicht benutzen. Und die hier, die fetzen mich hier weg. Wie spielen die denn, sag mal? Karlsruhe, reicht doch auch mal. Reicht doch auch mal. Da ferner, verteidigt. Nicht ferner von der Realität. Aber guck mal, so ist immer die Kacke. So kann ich nicht kontrollieren, was die machen. Die bringen sich so gut in Stellung. Schön. Boah, Schröter, den kriegst du nicht. Doch, den kriegst du, Schröter. Sehr gut, aber den kriegst du nicht. Na, klasse. Viel zu weit vorgelegt. Schön gekämpft von Schröter, aber keine Chance. Wannizek. Digga, Mann, gegen Karlsruhe habe ich keine Chance, so, wenn die so spielen. Krass. Jensen, schön aber rüber. Also, das ist spielerische Meisterklasse, was die hier bringen. Jetzt aber ohne Witz. Was die hier gerade auffahren an spielerischer Kunst ist weit über Erstliga. Und ich habe keine Chance zu kontern. Die stehen zu gut. Die stehen zu gut einfach. Ja, aber so. Zum Beispiel. Aber Merschel ist zu langsam. Da ferner, wunderbar. Schröter. Bitte ein bisschen Kontrolle, Leute, Mann. Das habt so kein. Guckt euch das an. Ihr müsst euch auch mal entgegenkommen und da unten nicht immer alles frei machen, ey. Ich habe das Gefühl, die machen das manchmal mit Absicht, dass man in der Verteidigung frei steht da. Oder die sind einfach zu doof. Meine Fresse. Es klappt so nix. Es klappt so einfach nix. Was willst du so machen? Karlsruhe, perfekt. Stellungsspiel, ranrücken an den Ball. Meine Mannschaft, absolut unbeweglich und langsam. Das ist halt immer so eine sehr, sehr unschöne Sache. So, sehr schön. Da ist Königsdörfer. Da kann nur so nichts bringen, weil... So, da ist... Ach, Mann, ey. Schlecht vorgelegt. Bormuth, schon direkt die Kontrolle verloren, Merschel, aber... Karlsruhe natürlich nicht. Die sind da viel zu stark.
Guckt euch das an, die stehen direkt da, die sind spritzig, die haben Bock, uns die Tour zu vermiesen. Hä? Was macht der Spieler da? Warum hat er so eine komische Bewegung gemacht? Also meiner jetzt hier, ne? Unfassbar. Mann, das muss jetzt in Hälfte 2 besser werden, sonst haben wir ein Problem, Leute. Das gefällt mir gar nicht, wie unsere Mannschaft hier gerade auftritt. Will statt stark und... Jo, sorry, liebe Leute, ich habe keine Ahnung, was das ist, aber irgendwie ist hier ein Aufnahmefehler. Das heißt, das Spiel cutte ich natürlich nicht weg. Aber es, ja, kotzt mich an. Ich weiß auch nicht, was das war, aber es hat einfach aufgehört, meine Stimme aufzunehmen und dementsprechend sei mir nicht böse. Im nächsten Part geht's wieder ordentlich weiter. Alles klar. Viel Vergnügen. Ich wiederhole, der kleine Simon wartet am Eingang von Block 40 auf seine Eltern. Vielen Dank.